Bedenke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Mich, dass du dich freust. Ja, man kann die Kristalle kaum ansehen, nach dem, was wir durchgemacht haben. Genau, was ich gebraucht habe. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Holt euch das Ziel! Aber schon halten!
Knochen, Stimbidi! Ich hab ihn erwischt! Ich kann ihn besiegen! Kann ihn nicht verfolgen! Wir haben unsere Fernkampfverstärkung verloren! Ich bin der Letzte? Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher, wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Hier, da kommt Besuch. Reaper, die Mantis schließen. Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Ich brauche Hilfe. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Hey, Grease. Rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse, sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. BD1, passe auf Cal auf. Was wir wohl finden.
Datomir, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Trilla? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Alles wird gut. Alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Bin gleich wieder da. Heute als Jedi durch. Wirf mir ein Stim zu, Kumpel. Ich brauche ein Stim, Kumpel. Findet man immer. Ja? Zeig mal. Bringen wir es zu Ende. Kommst du nicht an? Das hat bestimmt wehgetan.
ist ziemlich schnell. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Langsam. Beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Meister. Ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten. Und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Ich muss diesen Mistkerl erledigen. Was ist das für ein Ding? Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was an diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Ausweichen würde ich nicht retten. Hilfe, BD! Du bist nicht stark genug. Du bist ein Nichts. Komm schon! Mein Verstand ist scharf! Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Völlig nutzlos! Nur Feiglinge rennen weg! Hier rüber! Zurück, Jedi! Schlag mich nieder! Thank you.
Feiglinge rennen weg! Hierher, BD! Kämpf mit mir! Du bist schnell! Bemerk nichts mehr! Glückstreffer! Hierher, Kumpel! Sofort! Schlag mich nieder! Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst! Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Feiglinge rennen weg. Du bist zu langsam für mich. Glückstreffer. Ein Eindringling! Er zieht sich zurück! Vorwärts! Ein Eindringling! Nutzlos. Du bist schnell. Bemerkenswert. Komm schon. Ich hab's kaum gespürt. Bitte! Komm, kämpfe, wenn du es wagst! Es mangelt dir an Raffinesse. Ja.
Hier rüber. Komm schon. Du bist schnell. Bemerkenswert. Du bist erbärmlich. Jetzt bitte. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. Völlig nutzlos. Du bist zu langsam für mich. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Ausweichen würde ich nicht retten. Mach das noch mal. Hilf mir bitte. Kumpel. Hierher, Kumpel. Das war gar nichts. Stimmt, bitte. Hierher, Kumpel. Ich brauch was, Kumpel. Hilfe! Auf Unterstützung! Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden.